Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Und ja, ich heiße euch wie immer herzlich willkommen zum Status-Report. Heute zum Status-Report von 7. Juni 2016. Ja, behandelte Themen sind die letzten Blocker von 0.60 vor dem Stable-Release, die Überarbeitung im Gameplay-Code sowie die Erstellung neuer Animationen. Kommen wir dann einmal direkt zu den Blockern der 0.60 Stable. Nach den wiederholten Experimental-Neustarts und Updates der letzten Tage nennt Brian Hicks uns den folgenden Stand der 0.60-Blocker. Kommen wir mal zu den behobenen Blockern. Die behobenen Blocker sind einmal, dass Charaktere abgehalten werden vom Einloggen, nachdem sie einmal verbunden waren. Dann noch einmal, dass der Klient im Blackscreen festhängt, nachdem der PC in bestimmten Konfigurationen gestartet wurde. Unter anderem, dass Waffenaufsätze zufällig zwischen Waffe und Spielerhändchen wechseln. Dann noch den Punkt, dass das Waffenkammerlernen die entsprechende Kugel löscht. Das Problem mit der unendlichen Munition. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Punkte, die ja zu 75% behoben sind oder in Bearbeitung sind. Das sind einmal bekannte Fehler, die halt Server-Crashes verursachen, Probleme mit dem Speicherverbrauch des Servers und Nachfüllwerte, die die Central Economy beeinflussen. Diesen letzten Punkt formuliert Brian Hicks etwas genauer. Da die Central Loot Economy in DayZ unter ständiger Bearbeitung steht. Also dieses System organisiert bekannterweise ja über 3 Millionen Spawn Points und deckt alle möglichen Tags und Kategorien für Items und Strukturen. Hierbei ist das System aber dynamisch genug, liebe Leute, um zum Beispiel von Mod-Autoren bearbeitet und auf neue Maps übernommen zu werden. Zudem ist es in der Lage, Items nicht nur auf der gesamten Spielfläche, sondern auch in den Spielerlagern und des Inventars zu überwachen. Jedes Item verfügt über folgende Werte. Einmal die minimale Menge, also Tiefpunkt, an dem das System mit dem Respawn beginnt. Einmal die Nominalmenge, also bis zu welchem Zielwert welche Items respawnen werden. Die Lebenszeit, also die Dauer, über die ein Item persistent in der Welt sein kann, bevor es entfernt wird, um halt Platz für neue Items zu machen. Einmal die Nachfüllmenge, also der Wert, der für seltene und kontrollierte Items genutzt wird, um zu versichern, dass sie im Falle des Minimalwertes nicht in einem großen Haufen respawnen. Und noch Abschnitte, das heißt Regionen der Welt, in denen diese Items überhaupt erlaubt sind zu spawnen. Ja, die Central Loot Economy ist ein Kernpunkt im DayZ Gameplay und hat sich durch die Early Access Phase dank der Beobachtung hoher Daten von Experimental und Stable Servern stetig verbessert. Die Mod verfügt noch über ein sehr statisches, rudimentäres, triggerbasiertes Spawn-System via Script und basiert auf lediglich 10.000 Punkten, welche nur in der Nähe von Spielern aktiviert wurden. DayZ spawnt global und hat sich mehr und mehr zu einem präzisen und komplexen Kontrollwerkzeug entwickelt und die Entwickler fahren damit fort, es weiterzubringen, um den Punkt zu finden, an dem man sich anstrengen muss, um zu überleben, ohne Missbrauch zu erlauben oder die Erfahrung zu bestrafend zu machen. Für 0.60 hofft das Team zum ersten Mal auf funktionierende Nachfüllwerte im Bereich der High-End- und Militärausrüstung und wartet weitere Tests ab, ob dieser Wert angemessen funktionieren wird, um ihn dann halt für die gesamte Ökonomie zu verwenden. Dies könnte die Möglichkeit eröffnen, halt auch dynamische Knappheiten und Überschüsse von Items in Rotation in das Serverleben einzubinden. Wie immer, liebe Freunde, wird sich aber das alles nur durch Testen und Fortschreiten zeigen. Kommen wir einmal zur Gameplay-Programmierung und den Verbindungsfehlern. Der Ansturm auf die Experiment-Server hat für das Programmierteam Probleme in der Verbindungstechnologie der Server offengelegt, welche bereits von Beginn an bestanden. Diese Fehler wurden nun im Laufe der letzten Tage und Wochen behoben und die Programmierer sind nun zurück an ihren Langzeitprojekten. Zudem wurden einige Behebungen im Bereich der Waffen und des Inventarsystems vorgenommen und Probleme mit dem Arbeitsspeicher der Server gefixt. Möglicherweise ist das letzte Problem von Seiten der Programmierer die häufigste Ursache für die Server-Crashes, die sie bald wie möglich zu beheben hoffen. Erste Entwickler arbeiten bereits am Warteschlangensystem für den Login ab 0.61 sowie dem neuen Serverbrowser. Ebenfalls wird am neuen Feature gearbeitet, sich im Hauptmenü Charaktere von unterschiedlichsten Servern anzeigen zu lassen und sich über diese ohne Browser mit dem entsprechenden Server zu verbinden. Ja, kommen wir denn einmal zum neuen Player-Controller und den Animationen. Das Animationsteam macht Fortschritte im Bereich neuer Idle-Animationen für die Infizierten, sodass es bald mehr Abwechslung geben dürfte, wenn man diese beobachtet. Es wird 4 verschiedene Sets von Idles und Animationen geben. Zudem entstehen weitere Animationen, wie Infizierte die Türen aufbrechen, wobei sie verschiedenste Körperteile benutzen werden, wie Hände, Füße, Schultern und auch den Kopf.
Der neue Player-Controller entwickelt sich wohl relativ rasch. Die Entwickler arbeiten noch an einem passenden Kameraverhalten, das sich am Verhalten des Spielers anpasst. In der Zwischenzeit passen sie bereits Animationen an, um diese bereits für die Implementierung in den neuen Controller zu machen. Erweiterte Nachladeanimationen werden für die letzten Waffen fertiggestellt. Der nächste Schritt in dieser Abteilung wird die Ladehemmung sein, die ebenfalls visuell dargestellt werden soll. Der Hatchback erhält Anbauanimationen für Räder und Türen. Hierbei geben sich die Entwickler Mühe, trotz der verschiedenen Fahrzeuggrößen kein Clipping der Modelle entstehen zu lassen. Das letzte Set, das sich momentan in der Fertigung befindet, ist der verwundete Charakter. Hierbei fehlen noch einige wenige Bewegungsanimationen, da es insgesamt 16 Bewegungen benötigt, um alle Geschwindigkeiten und Richtungen abzudecken. Ja, meine Freunde, dieser Einblick stellt erneut klar, wie viel Detail und Abwechslung uns die Entwickler in DayZ bescheren möchten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Inhalte und hoffe natürlich, dass das alles nicht so lang dauert, obwohl ich natürlich weiß, dass die Entwicklung dieser ganzen Details wahrscheinlich viel und massig Zeit in Anspruch nimmt. Ja, meine Freunde, damit war es das aber auch erstmal vom Statusreport vom 7. Juni. Ich hoffe, der Statusreport konnte euch auch ein bisschen den Blick öffnen, wie es zurzeit um DayZ steht und wie lange es wohl für möglich noch dauert, bis 0.60 stable geht. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Falls nicht, meine Freunde, konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Und seid auch beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.